Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe die Primadonna S Deluxe nun seit ca. 20 Wochen, nun kann ich die erste Kritik abgeben. Nach langem Suchen waren eigentlich nur mehr die Produkte von Jura und De'Longhi für mich interessant. Bei De'Longhi war es ursprünglich die Primadonna XS, welche mir besser zugesagt hätte. Nachdem wir aber keine Platznot haben und die S ja nur knapp 5 cm breiter ist als die XS, fiel die Wahl nach Test beim Fachhändler zugunsten der S aus. Dies ist vor allem im größeren Kaffeebehälter und Wasserbehälter begründet und wie gesagt, ist der Platz ausreichend. Okay, gekauft und aufgestellt, alles intuitiv und einfach. Testkaffee herunter, danach einige Variationen gemacht, so lange bis wir der Meinung waren, so schmeckt's. Die Einstellung war dann beim Mahlgrad eher fein, bei der Menge mittel, bei der Temperatur niedrig, bei der Stärke mild. Hat auf Anhieb super funktioniert und wir haben in einer Woche ca. 60 Kaffee gemacht. Die Wartung bzw. Reinigung ist einfach, die Ausstattung eigentlich mit der XS ident, nur dass eben alles ein bisschen großzügiger ist. Lautstärke aus unserer Sicht normal, natürlich hört man das Mahlwerk aber jedenfalls nicht unangenehm. Zusammengefasst sind wir mit der Maschine super zufrieden und hoffen, dass sie lange hält. Das Design und die Ausführung ist für uns super, da durch die Niroschale alles leicht zu reinigen ist. Noch was zur Statistik: So, wie ich es derzeit einschätzen kann, benötigt die Maschine rund 6 Gramm Kaffee je Portion. D. H. Mit einem Kilogramm Kaffee kann man ca. 150 bis 180 Portionen machen. Bei einem Preis von €10 kg Kaffee bedeutet dieser die 6 Cent Portion. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.